Hallo liebe Kinder und herzlich willkommen zu meiner Spezialsprechstunde zum Thema Corona. Mein Name ist Dr. Med. Sibylle Mottel-Link und ich bin keine Schauspielerin und im Übrigen auch keine Bauchrednerin. Ich bin eine echte Notärztin. Ich weiß, momentan beschäftigen euch sehr, sehr viele Fragen zum Thema rund um Corona und das Virus. Und ich werde mein Bestes tun, sie euch alle zu beantworten. Was kann man gegen Corona tun und was nicht? Weiter nach rechts! Was hier? Du bist echt ganz schön verwöhnt. Rücken kraulen. Ja. Oh, hallo Kinder. Lasst ihr euch auch so gern den Rücken kraulen? Pischen. Tja, ja. Nimmst du mich auch in Arm? Was ist das denn? Ist das ein Scherz? Was soll das? Wer hat ihn mir da hingestellt? Das ist echtes Klopapier. Ja, wieso steht Klopapier hier? Hä? Wir sind doch nicht im Klo. Nein, sind wir nicht, aber... Na sicher, das ist das Klopapier-Teufelchen. Wisst ihr... Manche Leute brauchen momentan ganz viel Klopapier und auch das habt ihr mich gefragt. Wozu braucht man Hamsterkäufe? Manche Leute haben tatsächlich Angst, dass sie jetzt in der Corona-Krise nicht genug Klopapier bekommen. Echt jetzt? Wozu braucht man das? Ich erkläre auch jetzt nicht, was wofür Klopapier gut ist. Ihr braucht Klopapier, ihr Menschen? Ja, wie machst du denn das? Sauber? Na, mit Wasser natürlich! Stimmt, in manchen Kulturen macht man das mit Wasser. Deswegen verstehen auch andere Kulturen gar nicht, wofür wir so einen Run auf das Klopapier machen. Also, ich würde lieber Schokolade hamstern. Und... Bonbons! Naja, aber Schokolade und Bonbons ist auch irgendwann mal langweilig. Na gut, dann auch Nudeln. Ja, zum Beispiel. Aber Moment mal, wieso denn hamstern? Die Lebensmittelläden bleiben doch offen. Also entspannt euch mal. Genau, entspannt euch mal. Doofes Klopapier. Tschüss! Echt? Oh, Kinder, mein Notfalltelefon. Ich muss los, sorry. Bleibt gesund, wir sehen uns, okay? Ciao!